Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mit diesen Videos zum Thema Heilung und konkretem Heilungsgebet möchte ich Mut machen. Ich habe gerade in den letzten halben Jahr einfach vermehrt erleben dürfen, dass durch Gebet Menschen heil geworden sind. Menschen frei geworden sind von Schmerzen, von Entzündungen, von Fehlstellungen. Und weil ich das so erlebt habe, deswegen möchte ich das weitergeben oder möchte ich Christen Mut machen, einfach zu beten, aber möchte uns auch Mut machen, wenn du da reinschaust, Heilung zu empfangen. Warum? Weil ich eigentlich schon lange Christ bin und immer geglaubt habe, dass Jesus heute noch heilt, dass Heilungen möglich sind, dass er derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit, so wie es im Neuen Testament steht. Aber irgendwie habe ich doch nicht so dran geglaubt, dass er es auch durch mich tun kann. 2020 hatte ich in einer vielfältigen Weise eine neue Begegnung mit dem Wort Gottes und gemerkt, dass ich eigentlich viel mehr auf andere Dinge schaue als auf Jesus. Ich schaue auf mich selbst, ich schaue auf meine Erfahrungen oder negativen Erfahrungen, ich schaue auf die Theologien, die ich mir zusammengebastelt habe. Ich schaue auf die Kultur oder ich schaue auf andere Menschen, habe Menschenfurcht. Und all das hat mich gehindert, das Leben zu leben, das eigentlich im Neuen Testament vorgesehen ist, nämlich ein Leben in der Nachfolge Jesu. Und dazu gehört Folgendes. Matthäus 10, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht aber und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund. Naja, klar, das sagt er zu den 12 Jüngern. Genau, aber später sagt er es auch zu den 72 Jüngern. Da sagt er, wenn ihr in eine Stadt kommt, heilt die Kranken, die dort sind. Und dann sagt es letztlich zu allen, die glauben. Markus 16, die Zeichen aber, die folgen denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie auf Kranke die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Und seit ich diese Worte glaube, ist Folgendes passiert. Ich bin offen und bitte Jesus, mich zu gebrauchen. Und das kostet vor allem immer wieder eins, nämlich Mut. Mut zum ersten Schritt, mich selbst zu verleugnen, nicht auf mich zu schauen, nicht mich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Jesus und die Menschen, um die es geht. Und warum beten im Internet oder übers Internet? Weil ich erfahren habe, dass auch das funktioniert. Gott ist sozusagen nicht gebunden an Raum und Zeit. Es ist immer schön, direkt für Menschen zu beten. Und es kostet vielleicht sogar mehr Mut, als übers Internet zu beten. Aber immerhin. Und deswegen möchte ich auch den Christen Mut machen, mit diesen Videos einfach für andere zu beten. Einfach es zu tun. Weil wenn wir es tun, erhöht es die Möglichkeit, dass wir Gott am Wirken sehen, um ein Vielfaches. Ihr werdet sehen, dass ich nur kurz bete, also keine langen Gebete zu irgendetwas, sondern einfach mehr als Befehl. Warum tue ich das? Weil ich glaube, dass Jesus uns Autorität gegeben hat. Autorität über Krankheit. Und dass ich nicht glaube, dass Jesus ziemlich lange gebetet hat. Und es ist so vielleicht so wie in dieser einen Geschichte, wo der Hauptmann zu Jesus kommt und sagt, Herr, sprich nur ein Wort, dann ist mein Diener gesund, der zu Hause geblieben ist. Und so will ich in den nächsten Videos für verschiedene Anliegen beten, Partien des Körpers beten und lade euch dazu ein, immer die Hände einfach dahin zu halten, zu fassen, wo es weh tut oder wo ihr eine Entzündung habt oder eine Fehlstellung im Körper. Okay, dann möchte ich jetzt anfangen und heute besonders für den Kopf beten und für alle, die Symptome und Krankheiten am Kopf haben. In Jesu Namen spreche ich jetzt zu den Kopfschmerzen, dass sie aufhören, augenblicklich. Migräne, geh in Jesu Namen. Ich spreche auch zu jedem Spannungskopfschmerz, dass er aufhört, augenblicklich. In Jesu Namen gegen jeden Tumor im Kopf, ob gutartig oder bösartig. Ich zerstöre deine Macht und Kraft. Du gehst jetzt in Jesu Namen. Geist Gottes, komm jetzt und ströme in den Kopf hinein und breite dich einfach aus. Lass deine heilenden Kräfte wirken. Danke, Jesus. Ich spreche auch zu den Augen in Jesu Namen. Da, wo Augen erblindet sind, dass die Augen aufgehen. Degenerierte Augen, kommt zurück in die göttliche Ordnung. Sehschärfe, kommt zurück. Netzhaut,
Auflösungen oder Netzhautverkrümmungen in Jesu Namen. Ich spreche Leben aus. Leben über deine Augen. Ich spreche auch Leben aus über die Ohren, da wo das Hören eingeschränkt ist, in Jesu Namen. Taube Ohren, öffnet euch jetzt in Jesu Namen. Und ich gebiete jeder Entzündung im Mund oder im Rachenraum, dass diese Entzündung jetzt geht. Vater, ich danke dir, dass wir durch Jesu Wunden geheilt sind. Und ich danke dir jetzt für den göttlichen Samen der Heilung, der jetzt spontan aufgeht oder ein Wunder bewirkt oder der einen Prozess der Heilung in Gang bringt. Und ich danke dir für diejenigen, die jetzt Heilung bezeugen können. In Jesu Namen, Amen. Ich lade euch ein, wenn ihr etwas gespürt habt, wenn ihr Heilung empfangen habt, wenn Schmerzen gegangen sind, wenn ihr Gottes Kraft erlebt habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Es ermutigt uns, es ermutigt andere, einfach zu erleben, dass Gott heilt. Und sei ermutigt, wenn du Christ bist, wirklich auch die Werke Jesu zu tun, mitten im Alltag. Wenn ihr Lust habt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, macht's gut, Gottes Segen.